Hallo, ich bin Andrea von Plan für Julia und heute werde ich wieder ein Video machen, in dem ich meine Nähpläne mit euch teile und euch entscheiden lasse, was wolltet ihr dann auf meinem YouTube-Kanal sehen. Wie funktioniert das? Ihr seht dann meine Pläne und dann könnt ihr einen Kommentar lassen, zum Beispiel unter diesem Video oder auf Facebook, auf Instagram, wo ihr wollt. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben und ihr sagt mir dann, welches Projekt wolltet ihr unbedingt sehen? Und das definiert dann die Prioritäten. So, ich fange mit der meistgevoteten, dann nach der zweite meistgevotete, wenn ich noch Zeit habe, und dann noch der dritte meistgevotete, wenn ich Zeit habe, und immer so. So, ich werde euch 4 Kleidungsstücke zeigen und ihr könnt dann entscheiden, welche davon wolltet ihr unbedingt sehen. Bevor ich anfange, muss ich euch noch ein paar Neuigkeiten geben, weil sie auch erklären, warum ich diese Kleidungsstücke nähen werde. Ich bin dann zurück in Portugal und ich werde auch nochmal eine feste Stelle haben. Und das ist jetzt, es ist auch als Grafikdesigner, aber es ist in einem Ort, in dem ich mich, wie soll ich sagen, ein bisschen fast schicker anziehen muss. Nicht super schick, so, ist nicht super formal, aber ich darf zum Beispiel jetzt nicht mit Jeans und Sneakers in die Arbeit gehen. So, ich habe bemerkt, dass in meinem Kleiderschrank ein paar Kleidungsstücke gefehlt haben, die ich jetzt auch so anziehen kann. So ein bisschen formeller Kleidungsstücke. Und aus diesem Grund kommt dann gleich das erste Projekt und das ist eine Hose. Das ist der Stoff, dunkelblau, sehr klassisch, aber ich mag ja auch dunkelblau total gerne. Ich ziehe sehr oft dunkelblau an. Das ist dann der Stoff, ein ganz normaler Hosenstoff. Sehr, so, es fällt sehr leicht, weil meine Idee war, so eine Hose zu machen. Was ist dann hier die Besonderheit? So, hinter gibt es dann Gummi im Bund, keine Abnäher. Vorne sind eine ganz normale, so klassische Hose. Ich möchte auch diese kleinen Streifen für den Gürtel. Und auf jeden Fall Taschen. Ich bereue sehr, dass ich keine Taschen in meine Jeans-Culotte genäht habe. Ich brauche wirklich Taschen. Und was ich noch nicht weiß, ob ich mache oder nicht, ist, ob ich einen Reißverschluss vorne einnähen werde. Bedarf habe ich eigentlich nicht, weil wenn ich den Gummibund hinter mache, ich habe keinen riesen Unterschied von der Breite in meiner Hüfte und hier oben. So, eigentlich wäre dieser Gummibund genug, damit ich die Hose anziehen und ausziehen könnte. Wenn ich einen Reißverschluss mache, ist es eher, weil ich das ein bisschen schöner finde. So, das ist Projekt Nummer 1 und das wäre dann klassische Hose mit einem Gummi im Bund. Zweites Projekt. Für den zweiten Projekt habe ich 2 Stoffe, eine Priorität und eins, falls meine Priorität nicht genug ist. Und diesen Stoff kennt ihr schon. Das ist das gleiche Stoff wie bei meinem Wickelkleid. Die Geschichte war, für meinen Wickelkleid hatte ich nicht genug Stoff. Ich muss ein bisschen mehr kaufen. Zuerst haben sie mir sogar gesagt, sie haben keinen Stoff mehr. Dann haben sie geschaut, warte mal, es gibt vielleicht schon für den Rest eine Schublade. Und dann habe ich da geschaut und habe dann den ganzen Rest gekauft, so dass ich jetzt ein bisschen Stoff übrig habe. Das ist ein bisschen mehr als 1 Meter. Ich bin mir deswegen nicht sicher, ob das für diese Bluse genug ist. Wenn es nicht genug ist, habe ich einen zweiten Stoff. Ich zeige euch gleich. Aber wie ist denn die Bluse? Die Besonderheit hier sind eigentlich diese so Schulterpasse. So, generell, das ist ein sehr normaler Schnitt für mich. Das Problem ist, das ist wirklich, was ich mag. So, es ist normal, also ich mag sehr gerne Knopfleisten, ich mag sehr gerne Knöpfe. So, es ist normal, dass ich sehr oft Kleidung mit Knöpfen nähe. Die Besonderheit hier ist, dass wir keine Abnäher haben. Ich werde diese Abnäher werde ich in diesen gekräuselten Stoff hier dann transformieren. Das wird dann so das Neue in diesem Schnittmuster, was ihr dann neu lernen könnt. Auch bei der Nähung habe ich mich entschieden, hier auch oben ein bisschen zu kreuzen. So, das sind die 2 Besonderheiten im Schnittmuster, sonst eine sehr normale Bluse mit Knopfleiste. Dafür habe ich dann diesen Stoff. Wenn es nicht nötig, wenn es nicht genügend ist, habe ich noch diesen Stoff hier. Zu diesem Stoff finde ich auch sehr schön. Es ist ein bisschen mehr und deswegen, ich hatte sogar Lust damit ein Strandkleid zu nähen. Deswegen ist es mir sogar wirklich lieber, wenn ich mit den anderen noch schaffe. Aber falls nicht, ich finde diesen Stoff auch sehr passend. Ich glaube, das wird auch sehr gut funktionieren. Und das ist dann meine zweite Möglichkeit. Jetzt das dritte Projekt ist ein Kleid. So, Stoff dafür habe ich hier, ist ein roter Stoff. Das ist Baumwolle, das ist eine sehr leichte Baumwolle. Ich habe ziemlich viel davon und deswegen habe ich auch ein Kleid dafür ausgesucht, die ein bisschen mehr Stoff braucht. So,
Es ist ein sehr schlichter Kleid, aber mein Plan ist, dass das auch hier ein bisschen eleganter wird. Rock wird als Tellerrock werden, so Tellerrock-Schnitt. Wahrscheinlich nicht eine komplette Tellerrock, sondern zwei Drittel, vielleicht sogar Hälfte, ich weiß noch nicht genau. Dann Knopfleiste vorne wieder, aber vielleicht verdeckt diesmal, ich bin mir noch nicht sicher, auf jeden Fall eine Knopfleiste vorne, weil es mir so lieber ist. Aber natürlich könnt ihr genau diesen Kleid auch mit einem ganz normalen Reißverschluss hinter, wenn ihr wollt. Es ist genau die gleiche Aufwendung und es gibt auch andere Videos, in denen ihr das anschauen könnt. Besonderheit hier, die Ärmel werden dann unter ein bisschen breit, ein bisschen wie dem gleichen zu Tellerhoff-Prinzip werde ich auch die Ärmel machen. So, das werden keine normale gerade Ärmel. Das ist dann mein Projekt Nummer 3, das möchte ich auch unbedingt nähen. Die Frage ist, ob es mit Video oder ohne. Zum Schluss habe ich einen Rock vor und zwar aus diesem Stoff. Das ist ein hellblauer Stoff, das ist kein Jeansstoff, das ist auch eine, ich glaube sogar, dass das nicht 100% Baumwolle ist. Ich glaube, das ist ein Mischgewebe, ich bin mir nicht 100% sicher. Das ist ein sehr altes Stoff, ich habe es schon sehr lange in meinem Stoffvorrat. Das wird wieder eine Art Tellerrock, auch wieder mit Knopfleiste. Aber wieder ein bisschen anderes, weil wir haben diesmal Taschen und wir werden diese Tellerrock machen, aber noch mit zwei kleinen Falten vorne. Und wir werden auch diese so Gürtelstreifen haben. Das ist dann der Plan und das ist mein vierter Plan. So, ich habe nur diese vier Pläne. Ihr könnt dann euer Lieblingsprojekt aussuchen. Was wollt ihr unbedingt sehen? Ich freue mich auf eure Kommentare und ich freue mich dann, nächste Woche schon gleich wieder ein Video für euch zu haben. Dann danke fürs Zuschauen und bis bald.